Eine kurze Zusammenfassung in meiner letzten Arbeit über die Serie Probleme sexueller Liebe zusammenfassen. Es ist die Fortsetzung von dem Buch, das Sie erwähnt haben, und von anderen Arbeiten in dieser Beziehung. Und ist ein Kapitel meines letzt erschienenen Buches, das leider noch nicht auf Deutsch übersetzt ist, das seit vor ein paar Monaten erschienen ist. Das Buch heißt Die unzertrennlichen Aspekte von Liebe und Aggression. Und das ist ein Kapitel dieses Buches. Ich werde frei sprechen und ich hoffe, dass Sie mir verzeihen, wenn ich ab und zu etwas dogmatisch oder kategorisch schiene, denn durch die Zusammenfassung kann ich Ihnen nicht alle die Ursachen, Gründe und Bibliografie nennen. Ich möchte also zuerst meine allgemeine Einstellung, was Liebesbeziehungen angeht, kurz zusammenfassen und dann über das spezifische Thema sprechen, und zwar Beschränkungen der Fähigkeit sexueller Liebe. Ich habe im Allgemeinen Liebespaare Konflikte und Ehekonflikte zusammengefasst als Konflikte auf drei Ebenen beschrieben. Eine Ebene der direkten Sexualität und Erotismus, eine zweite Ebene der emotionellen Beziehung und eine dritte Ebene der Wertesysteme, der Über-Ich-Beziehung des Paares. Und jeder Ehekonflikt kann im Grunde aufgrund dieser drei Aspekte vollkommen analysiert werden. Die Beziehung auf dem Gebiet der erotischen Beziehung, direkter Sexualität, der emotionellen Beziehung und der Beziehung ihrer Wertsysteme. Und auf allen drei Ebenen finden wir normalerweise immer wieder Diskontinuität, Zufriedenstellung, Glück und Konflikte und Separation, Trennung und sich wiederfinden auf dem Gebiet der Sexualität, Intimität, Leidenschaft, Intensität der sexuellen Beziehung und dann wieder auseinanderfallen in der Nüchternheit des täglichen Lebens zu befinden sozusagen und sich dann wiederfinden. Als ein dauernder Aspekt von guten Liebesbeziehungen. Und ich glaube, in dieser Beziehung haben wir Evidenz, dass die konventionelle konventionelle Auffassung, dass es zuerst große Leidenschaft gibt und intensive Sexualität, dass das langsam verschwindet und dann eine liebevolle Freundschaft sich entwickelt, falsch ist. Und dass wir jetzt solide Evidenz haben, dass bei guten Paarbeziehungen das erotische Element immer weiter besteht in jedem Lebensalter und dass der alte Witz, wozu brauchen Männer Frauen zuerst für Sex, dann für Begleitung und dann am Ende für Pflege. Und natürlich gibt es die entsprechend, was Frauen anbetrifft, dass der romantische Aspekt normaler Beziehungen in dieser Hinsicht verleugnet wird und sozusagen zurückplatziert auf die Adoleszenz wird, die wir idealisieren als das Zeitalter der absoluten Leidenschaft, die dann langsam im Leben verschwindet. Und es gibt auch viele Analytiker, die das behaupten. Und wir haben jetzt gute Evidenz von neurophysiologischen Studien, psychoanalytischen Studien und auch soziologischen Studien, dass das nicht stimmt. Ich kann, wie gesagt, hier alle diese Videos nicht vorlegen. Dieses sich finden und
Trennen sehen wir auch im täglichen Leben. Intimität, der Diskussion, sich mit den gegenseitig, mit den Aspekten, wie man das Zuhause, die Familie, Freundschaft, soziale Beziehungen, Ferien, Finanzen, Lebenspläne zusammen spielen und dann zum Teil in Trennung unterschiedliche Aspekte entwickeln und manchmal in Konflikten gerät, so immer wieder eine Diskontinuität, die einen dynamischen Aspekt hat und natürlich auch den Ausdruck von Liebe sowie Aggression erlaubt. Und auf dem System, was Wertsysteme anbetrifft, so entwickelt jedes Paar langsam einen gemeinsamen Schatz an fundamentalen Werten, die sie beide zusammenbringen, obwohl es Unterschiede gibt, Konflikte im Politischen, was die Erziehung von Kindern anbetrifft, Beziehungen zu der Familie, Religion, Lebenspläne und doch dann das Gemeinsame über diese Problematik im Laufe der Zeit siegt im Sinne einer gegenseitigen Bereicherung, die eine Intensität des Liebeslebens auf die Dauer bedeuten. Es gibt chronische Bedrohungen dieser Beziehung, die auch universal sind. Was Sexualität anbetrifft, die Bedrohung der sexuellen Intimität und infantile Hemmungen, die Paare verbiete, ungestilltes Sehnen und es gibt eine ganz einfache Untersuchung, die das zeigt, wenn man normale Paare, die eine sehr gute sexuelle Beziehung haben, mit Sextherapie behandelt, mit intelligenter, sextechnisch guter Sextherapie, dann steigert sich das Vergnügen, die Intensität, die Zufriedenheit der sexuellen Beziehung. Auch wenn sie am Anfang schon normal sind, dann geht sie viel höher. Und dann im Laufe von 6 Monaten geht sie dann wieder runter auf das frühere Niveau. Was Sextherapie verursacht, psychoanalytisch beeinflusste Sextherapie, wie zum Beispiel von Helen Singer-Kaplan und ihre Methode, ist eine Verringerung der infantilen, ödipalen Verbote gegen sexuelle Freiheit, sodass das Paar eine Intensität der genitalen Sexualität erreicht, die auch perverse infantile Aspekte mit einbetrifft, also größere Freiheit gegenüber den sadistischen, masochistischen, fetischistischen, voyeuristischen, exhibitionistischen, heterosexuellen, homosexuellen Aspekten infantiler Sexualität zum Ausdruck bringt und damit die Intensität der sexuellen Freiheit, des Spiels, der Kommunikation bereichert, aber dass dann im Laufe der Zeit diese immer noch bestehenden infantilen Verbote langsam wieder an Stärke sich zeigen und die Beziehung auf ein gutes Niveau, aber immerhin ein niederes bestätigen als direkt nach Sextherapie. Auf dem Gebiet der Wertesysteme besteht immer der Gefahr der Aktivierung von frühen Über-Ich-Vorläufern, also die sadistischen Aspekte des frühesten Über-Ich, die Melanie Klein beschrieben hat, und die sich in scharfer Kritik gerade dem Liebesobjekt gegenüber zeigen.
sodass unbewusste Schuldgefühle des überall Trumpfes, das jedes gute Liebespaar darstellt, Schuld erweckt, die in der gegenseitigen Beziehung sich zeigt, in der gegenseitigen Projektion solcher Schuldgefühle, in der Form von den kleinen gegenseitigen Beschuldigungen, die dann übertrieben werden. So wie immer hast du vergessen, mir Blumen zum Geburtstag zu bringen. Kannst du dir nie, also das vollkommen normale Irritation eben mit der Person, die man am meisten liebt, als Zeichen dieser angehenden Projektion über Ich-Aspekte, die sich auch natürlich was Wertsysteme in Politik, Religion, Beziehung zu Familie, zu Kindern ausdrücken könnten. Und direkt auf dem globalen Gebiet das große Problem der Triangulierung und der negativen Triangulierung als globale Rache, und zwar die Tendenz, das tiefe Gefühl, man ist, also der kleine Junge hat den Vater als Rivalen, für die Mutter immer ist ein anderer Rival für die ideale Person, das kleine Mädchen hat die Mutter als Rivalen für den Vater, als Kind sind immer einen Rivalen, und das unbewusste Wunsch ist, das Gegenteil soll geschehen. Jetzt sollen sich mal zwei über mich kümmern. Ich möchte zwei haben, die mich exklusiv haben wollen. Die negative Reziprozität, das Wort auf Deutsch ist, Fantasiebildung, die ein wichtiger Aspekt der Versuchung ist, Triangulierungen in den Weg zu bringen, Verhältnisse zu entwickeln, Konflikte eines Liebespaares, und die sich dauernd in den sozialen Beziehungen, im Netzwerk der Paarbeziehungen, die ja unser normales soziales Leben darstellen, zeigen, jede Frau hat neben ihrem wirklichen Mann einen idealen Mann, dem sie unbewusst den idealen Vater, den sie unbewusst vermisst und dem sie in einer idealen Beziehung mit jemand anderem realisieren könnte, zusammen mit dieser umgekehrten Triangulierung. Jeder Mann hat diese Fantasie mit der perfekten Frau, anstatt die wirkliche, die er hat, die dieselbe Situation realisieren könnten, also als eine Disposition zur Untreue, zu Verhältnissen, die sich in gegenseitiger erotischer Spannung zwischen Ehepaaren und sozialen Gruppierungen enger Freunde zeigt, denn diese idealen Personen, die unerreichbaren idealen Personen, sind ja eben in unseren eigenen Kreisen, die aus den Personen bestehen, die am meisten die Eigenschaften vereinen, die in einer gewissen Hinsicht die Basis unserer Idealisierung sind. Also das sind dauernde Gefahren auf dem Gebiet der emotionalen Beziehung. Sie bringen auf der anderen Seite den normalen Kampf jedes Paares, sich gegen solche Versuchungen aus der sozialen Umwelt zu beschützen, und diese Dynamik zwischen Paar und
und Gruppe im Rahmen und in Paradynamik ist ein wichtiger Aspekt der normalen erotischen Spannung aller sozialen Beziehungen. Aber unter pathologischen Umständen natürlich bricht das durch und entwickelt schwere Probleme und unter Umständen Sprengung der Liebesbeziehung. So, dass eine dauernde Dynamik besteht zwischen der Bereicherung durch Verschmelzung und Separation durch die normale Diskontinuität und die Gefahr gegenüber dieser Diskontinuität. Das ist zusammengefasst Dynamik, unbewusste Dynamik von Liebesbeziehungen. Die Zweckdimension ist natürlich sehr wichtig auf langwierige Beziehungen. Wir wissen, dass da unterschiedliche Entwicklungen bei Männern und Frauen geschehen, dass im Allgemeinen die unterschiedliche früheste Entwicklung Frauen früher die Fähigkeit einer tiefen Objektbeziehung erreichen als Männer, sodass die Fähigkeit einer Objektbeziehung in Tiefe bereits bei Adolescenten, Mädchen früher vorhanden ist als bei Jungen. Auf der anderen Seite, dass es größere sexuelle Freiheit im Sinne des direkten Freiheit sexueller Reiz, Erregung und Befriedigung bei Männern gibt und dass im Laufe der Jahre unter normalen Umständen Frauen größere Freiheit im sexuellen, im genitalen Gebiet entwickeln, sodass die Frauen sich in dieser Beziehung Männern ähnlich werden und Männer auf der anderen Seite unter normalen Umständen ihre Fähigkeit für Objektbeziehungen vertiefen, sodass diese Unterschiede langsam verschwinden und größere Reife in der Zärtlichkeit und Erotismus zusammenkommen bei beiden vorhanden ist und dazu beiträgt, dass sexuelle Aspekte Liebesbeziehungen sehr zufriedenstellend im Alter sein können, im Gegensatz zu konventionellen Annahmen. Es gibt natürlich Formen der Pathologie, in der sich alle möglichen pathologischen Entwicklungen auf allen diesen Ebenen entwickeln. Und hauptsächlich haben wir hier masochistische Störungen, narzisstische Störungen und paranoide Störungen. Und im Allgemeinen bei schweren chronischen Ehekonflikten oder Liebeskonflikten allgemein eine dieser großen Pathologien bei einem oder beiden Mitgliedern des Paares auf. Ich komme schon auf Beispiele dieser Pathologien, als wenn wir konkret über Hemmungen der Fähigkeit für Liebesbeziehungen sprechen. Aber ganz einfach zusammengefasst ist also die Intensität der Sexualität, der Beziehung im Emotionellen und was Fremdbeziehung anbetrifft, immer von Liebe und Aggression bestimmt. Psycholytische Theorien haben die Erklärung dafür gegeben. Ich glaube, dass besonders die kleinianische Schule und die französische Schule dazu beigetragen haben. Die amerikanische Psychologie ist so wie die amerikanische Kultur immer etwas zaghafter, wenn es um Sexualität geht. Und das betrifft die Analytiker sowie den Rest der Bevölkerung. Die Analyse ist nicht frei
von sozialen Konventionen. Ganz im Gegenteil, was manchmal als reine theoretische Theorie erscheint, ist dann im Grunde genommen ein Abklatsch der konventionellen Kultur der jeweiligen Jahre, und so ändert sich langsam Theorie, ohne manchmal zu wissen, wieso. Ich glaube, dass sowie die französischen Untersuchungen, ich spreche hier von Lagrange besonders, aber auch von Braunschweig und von einer allgemeinen die genau beschrieben haben, wie Erotik des Kleinkindes die einerseits die Stimulierung der Mutter sich entwickelt und andererseits durch den Rückzug der Mutter, die stimuliert und sich zurückzieht. Das, was man, es gibt, glaube ich, auf Deutsch kein Wort dafür, das auf Englisch Teasing, auf Französisch Taquiné nennt. Nathan beschreibt das nicht. Das sieht man am besten bei Striptease, in dem, solange etwas versteckt ist, ist das sehr erregend. Und bis es zum Moment kommt, wo dann die Striptease-Schauspielerin vollkommen nackt dasteht und dann sofort davor anfallen. Denn wenn sie da 5 Minuten nackt dasteht, dann verliert sich die sexuelle Spannung. Das ist also eine Tragödie. Und deshalb endet Striptease immer ganz genau im richtigen Moment. Melzer von der kleinianischen Seite her hat beschrieben, wie unbewusst das Kleinkind Aggression in das Innere des Körpers der Mutter projiziert und die Idealisierung des Äußeren des Körpers der Mutter, das psychologische Element der sexuellen Erregung mit Körperoberfläche ist besonders mit den Brüsten der Mutter, Brüste der Mutter, die ein fundamentales libidinöses Objekt in Heterosexualität wie in Homosexualität sind. Und natürlich mussten dann die Franzosen boshaft die Tabelle die Kleiner noch nachsagen. Manchmal vergisst sie aber, dass die Brüste auch sexuelle Objekte sind. Dix hat die Implikationen psychoanalytischer Theorie früher Entwicklung der Verschmelzung und Konflikte zwischen Aggression und Liebe auf Liebespaare zuerst geschrieben. Seine Arbeiten sind die Basis für psychoanalytische Paarbeziehungstheorie, und die von Ihnen, die Henry Dix über Ehespannungen, Marital Tension, nicht kennen, müssen es unbedingt lesen, auch wenn sie nicht Paartherapie ausführen. Ich komme jetzt zum spezifischen. Probieren Sie vielleicht dieses Wort. Haben Sie Schwierigkeiten? Ja. Soll ich wieder alles wiederholen? Können Sie mich jetzt hören, da ist ein Nein? Ja. Nein, Sie nicht? Dann bitte. Wenn Sie mich nicht hören können, dann bitte nehmen Sie Hand und ich spreche dann laut. Also Sie können nur, also ganz klar kann man in der letzten Reihe nicht hören. Geht's jetzt oder auch immer nicht? Die Dame, die mir gegenüber sitzt, hört immer noch. Doch, ja. Also, wenn ich über Beschränkungen der sexuellen Liebesfähigkeit spreche, meine ich hier ganz einfach und schlicht Symptome, die uns sofort
Information geben, wie weit ein Patient fähig ist oder nicht fähig ist, in eine tiefe Liebesbeziehung einzugehen. Das ist sehr gnostisch interessant und therapeutisch wichtig, denn es zeigt uns, wie weit gewisse Konflikte noch aktiv sind, sodass gewisse Problematik noch nicht gelöst ist. Sie können zwei Reaktionen haben auf was jetzt folgt. Einerseits Enttäuschung, denn ich spreche nicht über tiefe psychoanalytische Entdeckungen, sondern über symptomatische, ganz konkrete, realistische Aspekte des Verhaltens, wie sie ein Verhaltenstherapeut auch respektieren könnte. Und das könnte enttäuschend sein, wir wollen immer tiefer sein. Andererseits könnte es, ohne dass ich das wirklich versuche, Sie das Gefühl haben, als ob ich versuchen würde, Schuldgefühle bei Ihnen massenhaft hervorzurufen mit einer Liste von Fähigkeiten, die eine so entsetzliche Perfektion implizieren, dass jeder sich sagt, ich wusste gar nicht, wie schwere Probleme ich in Liebesbeziehungen habe. Also bitte, ich spreche hier von einem idealen Schema, das nur als Stützpunkt dient, um gewisse Problematik zu erläutern und nicht um ein Programm, was wir von normalen Menschen erwarten, dass sie immer auf jede Zeit und unter allen Umständen dessen fähig sein. Ich würde das nicht sagen, wenn ich schon nicht das Gefühl gehabt hätte, nachdem ich diese Probleme ausgesprochen habe, dass das Publikum ganz deprimiert weggeht. Und so, ich wollte Sie also darauf vorbereiten. Alle Beziehungen, wie ich schon beschrieben habe, sind Ambivalenz. Ambivalenz ist im Grunde genommen Normalität, wenn Liebe über Aggression siegt. Ambivalenz, in der man das Gefühl hat, man kann wütend miteinander sein, aber die Beziehung ist sicher, das ist Normalität. Von der Frau, die dauernd auf ihren Mann losgeht. Und jemand sagt ja, also wenn Sie ihn so hassen, haben Sie nicht da gedacht an eine Scheidung? Und sie sagt, in der Morgen schon, Scheidung? Liebesbeziehungen beginnen idealerweise mit Verliebtheit. Die Fähigkeit, sich zu verlieben, ist bereits ein Zeichen von Normalität. Narzisstische Persönlichkeiten, besonders schwere narzisstische Persönlichkeiten, haben diese Fähigkeit nicht. Sie fragen narzisstische Patienten, waren sie schon je verliebt? Und der Patient sagt, nein, oder ich weiß nicht, oder was ist Liebe? Und da hat man schon eine Antwort. Natürlich, wenn Sie ein 13-jähriges Mädchen fragen, so war sie noch nicht dran. Sie müssen also, aber wenn Sie jemanden in 20er Jahren heutzutage fragen, dann ist das bereits praktisch diagnostisch. Diese Idealisierung ist eine normale Idealisierung, wie Schostakowitsch mir gern beschrieben hat. Freud hat sich geirrt, indem er dachte, dass in der Liebe man Libido auf den anderen projiziert und die Ich-Libido sich verringert. Die Ich-Libido steigt zusammen mit der Idealisierung des Liebes. Objekt. Ich glaube, das ist heute nicht mehr kontroversiell, was ich eben sagte. Aber die Idealisierung von langjährigen Beziehungen ist eine Idealisierung, die natürlich unterschiedlich ist vom frühen Verliebtsein, sondern sich auf die Realität der Beziehung, der Bereicherung der Beziehung
gestützt im Laufe der Monate, der Jahre, der Jahrzehnte sich entwickelt. Es ist also eine normale Idealisierung, die diese Grundbeziehung stärkt und ihr die Kraft gibt, Konflikte zu überleben. Konkrete Symptome guter, langwieriger Liebesbeziehungen. Erstens, ein Interesse im Lebensprojekt des Partners. Das bedeutet, ein authentisches, angehendes Interesse in der Beziehung, in den Zielen, in den Interessen und der persönlichen Entwicklung des Partners. Und sie verursacht ein anderes Interesse, denn alle Persönlichkeiten entwickeln sich. Meine verstorbene erste Frau sagte, ich spreche von Paulina Kernberg, die wichtige Beiträge zu dieser Problematik beigetragen hat, und die sagte, jede Ehe ist mehrere Ehen. Im Laufe der Jahre sind Ehen andere Ehen, als sie es vorher waren. Und diese Entwicklung der Ehe und der Beziehung ist dann, entwickelt normalerweise ein Interesse in die Entwicklung, die Interessen der Lebensentwicklung des anderen, die eine dauernde Ursache von Interesse und Spannung ist und im Gegensatz zu dem Gefühl der Langeweile, typisch für narzisstische Pathologien allgemein und besonders, was Liebesbeziehungen anbetrifft. Ein narzisstischer Patient heiratet, was eine wunderschöne, intelligente, tiefe, interessante, fabelhafte Frau antrifft. Nach 6 Monaten fahren sie beide nach Paris und erzählt mir, also wir waren da zusammen in Paris, ich habe mich mit ihr gelangweilt, wir wussten nicht über was zu sprechen. Es war dramatisch, die Intensität und die Entschiedenheit, mit der das beschrieb, und natürlich typisch für narzisstischen Patienten. Und es ist auch in einem krassen Gegensatz zu einer Kommerzialisierung der Beziehung, in der das Fehlen des Interesses in den anderen langsam sich in die Frage wendet, also was habe ich eigentlich von dieser Beziehung? Was habe ich von der Ehe? Wer hat mehr von der Ehe? Er oder ich? Sie oder ich? Ein typisches Indiz des Fehlens dieser Fähigkeit eines realen tiefen Interesse im anderen, und natürlich das Fehlen dieses Interesses transformiert die Beziehung in eine instrumentale im Sinne, denn man spricht miteinander, um gegenseitig Verhalten zu bestimmen. Und paranoide Persönlichkeiten interessieren sich dann, wie weit ist dieses Verhalten freundlich oder nicht, kann man dem trauen oder nicht, anstatt Interesse in der Person ist es Interesse, was es eigentlich bedeutet, dass der Partner sich in eine oder andere Art, in einer oder anderen Art zeigt. Natürlich vergiftet das die Beziehung und ist eine der Ursachen der Machtkämpfe, die immer, chronische Machtkämpfe sind immer ein Symptom von Pathologie. Und in den Vereinigten Staaten gab es natürlich in den letzten Jahren, oder vor 10 oder 15 Jahren, weniger jetzt, als eine Verzerrung der feministischen Bewegung. Ich sage eine Verzerrung und nicht eine realistische Grundideologie, feministische Einstellung, das Gefühl, dass es dauernd, also Kämpfe zwischen Männern und Frauen gibt und dass die fundamentale Funktion der Frauen ist, sicher zu sein, in diesen Kämpfen nicht zu unterlegen, sozusagen zu einem Art Gleichgewicht zu kommen. Prädominanz von Machtkämpfen sind immer Indiz von Pathologie. Beispiel einer
Patienten. Ein amerikanischer Arzt verliebte sich in eine deutsche, in eine junge Frau, Tochter von deutschen Bauern, wunderschön, aber ohne jede Ausbildung. Sie bewunderte ihn als einen Gott, der von Himmel kam. Er heiratete sie, brachte sie nach den Vereinigten Staaten. Alle seine Freunde bewunderten sie. Und er war sehr glücklich mit ihr, denn er hatte das Gefühl, sie steigert sein Selbstbewusstsein. Aber dann, nach einem Jahr, waren alle schon daran gewöhnt, dass er mit seiner wunderschönen, hübschen Frau verheiratet war. Es war nicht mehr so wichtig. Und sie entwickelte Interesse, sich auszubilden, studierte, bekam einen Beruf, wurde Wirtschaftsexpertin und entwickelte ihr eigenes soziales Leben. Und der Patient sah vor seinen Augen, wie diese Frau eine wichtige, effektuelle, sozial triumphierende Figur wurde, und sein Neid für sie aß ihn auf. Und dann entstanden entsetzliche Konflikte, denn er versuchte, sie zu erniedrigen, soweit es ging, mit den Einzelheiten, aber es ist eine typische Entwicklung eines Konfliktes, verursacht von einem schwer narzisstisch gestörten Patienten. Zweiter Aspekt, die Fähigkeit eines fundamentalen Vertrauens, was man auf Englisch Basic Trust nennt. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig übersetzt habe. Urvertrauen. Und zwar Urvertrauen in den guten Willen des anderen.